Das ist gelogen. Nein, das ist So, wir nicht spielen gelogen. Random und Terraner. Jetzt werden wir mal gewinnen hier. Ja, sowieso. Die Herzchen-Map. Ich kann mich auch nicht konzentrieren, weil hier The Last of Us 2 angekündigt wurde, ja. Boah, wie langweilig. Einzig spannende Spiel ist StarCraft 2 hier. Nee. Und hier Uncharted neu. Oh. Und ein Remake von Crash Bandicoot. Alles voll langweilig. Oh, das F vergessen. Egal. So macht man das. So. Wir müssen eindeutig mehr cheesen. Wenn, dann macht weil man das so. Cheese funktioniert dann nicht immer. Eben nicht genügend Mineralien. Zack. So, ja, was machen wir denn heute? Wir schießen gegen Terraner Protoss. Gut, ich spiel Blinkstalker, du spielst Adepten, Odin. Ich spiel Adepten. Ich spiel Disruptor. Und eine Robo spielt so. Nein, du spielst Adepten. Wir machen einen All-In. Wenn du Disruptor machst, dann ist das viel zu spät für einen All-In. Achso, ich mach schnelle Disruptor. Das schaffst du nicht. Doch. Vor allen Dingen ist das Problem, dass du dann überhaupt keine Masse an Einheiten hast. Ja, das dann musst du halt dann machen, ey. Ja, ich kann aber nicht zwei Leute gleichzeitig dann quasi nehmen. Ja, das probieren wir jetzt schon öfter. Professioneller StarCraft-Spieler kann das. Ja, deshalb bin ich ja leider auch kein professioneller StarCraft-Spieler. Dann macht er den ganzen Tag nichts anderes und dann... Rein da. Ein Scout muss man hier auch schon wieder selber machen. Alles muss man selber machen. Ja. Es ist aber auch schön, dass ich da eine Ausrede habe. Ich habe gefragt, ey, zeig mal, wie man scoutet. Nee, nee, da brauchst du nicht. Das ist unwichtig. Ja, du hättest ja aber auch was da hinschicken können. Was das bedeutet, hätte ich dann gedeutet. Achso, alles klar. Pool ist normal. Pool ist normal, ey. Ja, vom Timing her. Das war Hedge First auf jeden Fall. Meinst du? Ja, ja, natürlich. Natürlich. Das meinst du? Ja, sicherlich! Das weiß ich. Yeah. Das weiß ich. Bist du jetzt eingewallt? Habe ich da richtig Nein. gesehen? Warum soll ich eingewallt sein? Und selbst wenn wir, das völlig egal, aber ich bin noch nicht eingewallt. Ich kann da wunderbar rausfahren. Ich war kurz mal in der falschen Base, ich habe hier geguckt. So. Come on, Minerals. I need Minerals. Ich drücke Q. So. Warum Q? Das ist ja weil eine sehr spannende Information. Q wie Core. Wie wir rausgefunden haben. Q wie Core. So. Ich würde sagen, Nexus 8 Worker am Nexus, ne? Am zweiten. Der Reaper. Ja. Ist auch irgendwas, was mich beunruhigen soll. Reaper ist tot. Oder schon Einheiten, eine feine her. Ja, es ist halt das Opening. Wenn du das vernünftig spielst, hast du genau zu dem Zeitpunkt, wo der Gegner Einheiten hat, hast du deine Stalker. Oder Adepten, je nachdem, was du spielen willst. Da kommen Linge, du wirst überrannt. Ja. Das war die Probe. Das ist typisch, weil eine Probe kann normalerweise nicht wirklich gut angreifen. Das ist halt aber eine schlechte Qualitätsprobe hier. Das haben wir von Team Haas schon ganz anderes gewöhnt, ey. Ja, deshalb fallt ihr auch beide immer so gerne aus. Nee, das stimmt. Wir fallen beide so gerne aus und trotzdem haben wir viel mehr Punkte als ihr, ey. Muss man einfach naja, so weil ihr die sagen. Einfachen Regeln hattet. Da sieht man das Micro von unserem zukünftigen Masterspieler Zalrock und meins. So, was habe ich jetzt gebaut? Wie hast du all deine Einheiten verloren? Ja, wenn die da reinrennen, dann kann ich nichts für. Wie kommen die denn da nach unten, ey? Pass doch mal auf hier! Vielleicht solltest du mal deine Einheiten nutzen. Es wäre jetzt ganz gut, wenn du deine Einheiten nutzen würdest hier. Da ist doch gar keiner. Du hast keine einzige Einheit mehr. Ich hab gesagt, da vorne ist doch gar keiner. Ja, hier, wir werden die ganze Zeit angegriffen. Du hast keine einzige Probe mehr hier. Und ich micro mir hier einen Wolf. Ja, und du kriegst das nicht geschissen, ey. Ich will einen neuen 2 gegen 2 Partner haben.
So, das Projekt wird abgebrochen. Ja, wir spielen jetzt nur noch Minecraft und so. Ja. Steht dann wahrscheinlich auch 10 Stunden lang, dass ein Stick mit Q geschrieben wird. Oder so. Bist jetzt mal hier eigentlich an der Ramp? Banning Bust. Stehst du jetzt hier auch irgendwo mal rum? Wir brauchen Einheiten. Ich bin doch da, ey! Du stehst hier! Wir wollen an die Ramp! Und am besten baust du hier auch mal einen Pylon hin zum Overchargen. Das sind doch 3. Achso, das sind deine. Ja, das sind meine. Boah, Nergo, ey! Ich werd hier wahnsinnig mit dem. Wo werden wir gebraucht? Ehre den Dalai Lama. Hier. Das ist voll der Banning-Bass. Jetzt kommt der Terraner auch noch dazu. Hast du irgendwas? Ja! Ich glaube, wir haben viel zu wenig. So, haben wir doch gut abgewehrt. Auch wenn das mehr an. Haben wir nicht abgewehrt, wir haben viel zu wenig. Ja, also ich glaube, du hast nach dem Kampf genauso viel wie vorher. Ja, ich hab. Und ich hab mehr. Ich hab quasi nichts verloren. Ich hab mehr, als ich vor dem Fight hatte. Du spielst ja die. So, angreifen. Ja, du spielst ja die auch den ganzen Tag. Unser Denken gleicht sich. Pylons nachbauen und angreifen. Nee, ich muss erstmal eine Robo bauen hier, weil die bauen. Ja, Achtung, die stehen hier rum, angreifen. Angreifen, 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 ohne Robo, einfach nach vorne. Ich darf nicht mehr Einheiten bauen, ey. Ja, wir müssen jetzt möglichst schnell vorne sein. Kannst jetzt eine Robo nachziehen. Diesen Bau. Hier stehen Tanks rum, da will ich nicht alleine drauf rennen. Hast du vorne noch ein paar mehr Einheiten? Nicht da reinrennen. Ja, die kommen hier gerade über die Mitte, ey. Das ist ja doch noch mitgeflogen, dummer Mothership-Core. Ich kann nichts für, wenn man F2 drückt, kann ich nichts machen. Ich hab nicht F2 gedrückt, aber ich hatte den Mothership-Core auf der Hotkey-Gruppe. Das ist ein Tank, ne? Ach, das fällt dir ja früh auf. Würde ich jetzt behaupten, ja, als Laie. Hierhin. Worker ist dann natural, hier stehen ganz viele Worker von dir, einfach rum. Ich war der Meinung, die habe ich wieder zum Worken geschickt. Offensichtlich nicht. Ja, dann bau doch zusätzliche Pylonen. Mein Gott, muss man den alles, muss man selbst machen hier. Das sagt der Richtige. Die inkompetentesten Einheiten aller Zeiten, ey. Ja, das denke ich mir auch des Öfteren. Ja, da hätten sie wenigstens, da wäre ein sinnvoller Patch gewesen, dass die mal selbst hier so scheiß Pylons und so bauen, ey. Niemand kann uns aufhalten. Das nennt man dann übrigens Dota, von dem du sprichst. Krieg mal eben die Adept Shades. Nein, ich bringe dir auch nichts mehr. Adept Shades bringen nichts mehr. Die Templer rücken vor. Nicht. Wir dürfen nicht in diese Tanks reinrennen, zurück. Niemand kann uns aufhalten. Boah, das ist schon wieder so ein Turtle-Assi, ey. Ja, Tanks wurden gebufft, wie gesagt. Problem ist, dass du unten noch keine Exe hast, die schon. Da kann ich nicht hin, weil da Rocks stehen. Dein Observer fliegt in den Tod. Gebt uns einen Auftrag. Dein Observer fliegt in den Tod. Ja, und? Warum fliegst du den da hin? Lass den einfach hier. Da, wo der auch was bringt. Okay. Warum ich eigentlich so nicht gerne so sehen? Erklärt einiges. Hast du eine Forge zum Absichern? Ich kann nicht so schnell gehen. Hast du eine Forge zum Absichern? Nein. Da sind Mutas auf der Map, das ist hier hoffentlich klar. Die Templer rücken vor.
Auslöschung. Achtung, vorne. Weg da. Zurück. Nach Hause. Wo ist denn nach Hause? Hier zu den Bases. Okay. Weil deine Base wirst du nicht halten können. Ja gut, dann lass es versuchen, deine Base zu halten, aber das wird unmöglich werden. Ja, wir haben schon wieder verloren. Wo rennst du denn mit deinen Stalkern schon wieder hin? Nach Hause! Ja, aber da ist doch nicht zu Hause. Wir müssen da stehen. Aber da ist eine Echoline und Mutasin auf der Map. Ja, ist doch völlig egal. Das ist meine Base. Doch nicht zu interessieren. Das ist doch nicht deine Base. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Oh, er möchte halt auch einfach nicht gewinnen, habe ich das Gefühl. Ja, man sieht ja die Kompetenz von Nergovix. Das ist meine Base, sagte er. Ja, hallo, das ist meine Base. Du musst hier 2 Pylons bauen, 3 Cannons. Wir brauchen die Armee vorne gegen die Armee vom Gegner. Das ist ja nicht so, als wäre das neu. Ich spiel echt gleich was anderes. Ich auch. Macht mich hier wahnsinnig. Hat er noch einen Waypoint nach vorne? Wo fliegt denn mein Mothership-Core dahin? Da sind die Mutas. Hast du das Stalker? Ja, sehr schön. Da muss ich dich jetzt loben. Toll gemacht, Zollrock. Jetzt verlierst du deinen Mothership-Core bitte nicht. Okay, das war okay. Selbst wenn du ihn verloren hättest, wäre das in Ordnung gewesen. Weil du hast ziemlich viele Mutas damit gekillt. Ja, ne? So, diese Base werden wir nie im Leben halten können. Jetzt sind wir gleich tot, weil wir nichts gegen die Tanks haben. Es wird nichts werden gegen so viele Tanks. Okay, merken, die Terraner wurden gebufft. Ja, weil sie halt. Also, gut, da hättest du jetzt auch so eigentlich nicht kämpfen dürfen, aber ist egal, wir haben einfach viel zu wenig. Komm, ich habe hier noch einen. Oh. Aber das ist halt auch nicht so effektiv, was unser Gegner hier gerade macht, aber es reicht halt. Die Erstgeborenen werden auf sie. Ist halt das Schlimme. Die Mutas? Willst du den mit abräumen? Ja, ich hab. Für den Ruhm. Ja, da hat er einen Move Command gemacht, ja. Da wollte er eigentlich einen Attack Move machen, aber er hat die falsche Taste gedrückt. Tja, wenn man falsche Taste drückt, dann verliert man halt, ne? Nergorix. Ne? Boah, Nergo, ey, guck dir mal den Army-Value von Nergorix an. Das ist unheimlich schlecht. Ja. Bin ich auch. Guck dir mal den Arbeiter-Tab von Zalrock an. Er hat einfach irgendwann aufgehört. Ja, früher Angriff funktioniert halt nicht. Und dann Move-Command durch die Mutas. Was ist das denn? Nein, nicht Move-Command durch die Mutas. Blink auf die Tanks. Das war die viel größere Gefahr. Die Mutas waren völlig unwichtig. Ja, mit 6 Stalkern Blink auf 8 Tanks. Ja, wenn du drauf bist, könnt ihr nicht drauf schießen. Vielleicht weißt du, dass die Tanks nur einen Radius von über 5 schießen können. Wenn du neben denen stehst, können sie nicht auf dich schießen. Nee, das wurde 100 pro gebufft. Die können jetzt schießen 3 Meter vorher. Nein. Erstmal einen Schluck trinken. Ich gehe jetzt erstmal auf die Toilette.